Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Es geht um die Eierhawks. Ja, in diesem Video wollen wir euch ein bisschen den Iohawk Exit Cross Premium vorstellen, denn es ist uns aufgefallen, nachdem wir so mal unsere Videos durchforstet haben, haben wir noch gar nicht gemacht. Nö, nee, wir haben ein technisches Video gehabt, wir haben ein Fazit-Video gehabt und wir haben auch ein Aufbauvideo gehabt, aber irgendwie, wie bedient man das Ganze und so weiter? Wir haben ein technisches Video gemacht. Das technische Video? Nee. Haben wir nicht. Nee, aber, ein Fazit-Video. Fazit-Video. Ja, das war das Fazit-Video, genau, richtig. Kein Plan, der Mann. Egal, wie auch immer. Aber wir wollen euch in diesem Video mal zeigen, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wie bedient man das Schaltpanel? Was kann man einstellen? Und ja. Und worauf sollte man achten? Genau. Das zeigen wir euch in diesem Video. Ja, und das wird euch alles der Stefan erklären. Ich versuch's zumindest. Erst einmal ein bisschen was zur technischen Seite. Da ich mir das alles nicht merken kann, habe ich mir mein Telefon natürlich mal dazu geholt, um da ein bisschen abzulesen. Der Exit Cross Premium kommt mit einer 15,6 Ampere-Stunden Batterie daher. Sie soll laut Werk 52 Kilometer schaffen. Bei meinem Gewicht schafft der Roller auch ungefähr 57 Kilometer. Also es kommt halt auch immer darauf an, wie schwer man da dementsprechend ist. Wir haben hinten eine hydraulische Bremse. Der ist mit hydraulischem Druck und vorne haben wir die mechanische Bremse. Das ist damit kommt der Exit Cross Premium daher. Dann haben wir hier das große Farbdisplay. Das hat 3,5 Zoll natürlich. Ist ein Farbdisplay, wie ich es gesagt habe. Man kann hier an der Seite USB laden. Also das ist eine Ladedose, die kann man einschalten. Die lässt sich separat einschalten. Dann haben wir hier drauf einen Passwortschutz. Wir haben die Kilometeranzeige, wir haben die Gesamtkilometer, die angezeigt werden, wir haben Prozentanzeige für die Batterie, wir haben hier die Uhrzeit und ansonsten gibt es noch Durchschnittsgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, die maximal, also die Höchstgeschwindigkeit, die man zwischendurch mal erreicht hat, auch wenn der Roller nur mit 20 zugelassen ist, aber man kann ja den Berg runter theoretisch schneller fahren. Viele haben nochmal gefragt bei Iohawk, sagt mal, können wir den eigentlich auch updaten? Also wenn es mal Erneuerungen gibt oder sowas. Ja, für die Zukunft ist das geplant laut Iohawk, aber aktuell wohl noch nicht der Fall. Um euch das Menü ein bisschen zu erläutern, habe ich mein Telefon, weil die Kamera nimmt das nicht so gut auf und ich würde das mit meinem Telefon jetzt einfach mal parallel mitfilmen. Dafür starte ich erstmal die Aufnahme. Mit Doppelklick auf M, das ist der Schalter, den man an der Seite hat, kommt man ins Menü rein. So, dann hat man einmal Beleuchtung. Beleuchtung kann man einschalten, verschiedene Helligkeitsstufen des Displays. Mit M kann man immer wieder mit OK bestätigen sozusagen. Dann gibt es Plus und Minus, da kann man weitergehen mit den ganzen Tasten. Clock ist klar, da sollte man sich die Uhrzeit einstellen. Hier kann man noch ein paar Parameter für das System einstellen. Unter anderem auch Power, das ist dann das Wechseln zwischen Volt und auch der Prozentanzeige der Batterie, die man dann oben rechts in der Ecke hat, empfehle ich auf jeden Fall umzustellen auf Batterie. So, mit Exit geht man dann da dementsprechend wieder raus. Auf Prozent. Dann haben wir noch Auto Off, das heißt nach einer gewissen Zeit schaltet der Roller sich automatisch ab, bei uns sind das 5 Minuten. Die Wheels, das sind die Reifen, dort kann man den Durchmesser der Reifen wählen, wobei da nichts zu verändern ist, ansonsten würde er ja theoretisch eine andere Geschwindigkeit fahren. Advanced Setting, da kommen wir nicht rein, da ist ein Passwortschutz drauf und dieses Passwort ist nicht das, was man festgelegt hat auf dem Roller, also von daher da müsste man dann dementsprechend an Iohawk sich wahrscheinlich wenden. Battery, hier kann man nochmal ein paar Parameter der Batterie sehen, ansonsten gibt es dort auch nichts Großartiges. Dann haben wir Factory Settings, das ist einfach nur, weiß ich auch gerade gar nichts. Achso, genau, die Werkseinstellung, hier wollen wir natürlich nichts machen, keine Werkseinstellung wieder zurücksetzen. Passwort, hier ändert man das Passwort oder schaltet man es sogar ein. Hier müsste ich jetzt erstmal das Passwort eingeben, was ich jetzt nicht tue.
Information, hier kann man auch noch mal nachgucken, wie viel Gesamtkilometer man gefahren hat. Und zwar ist das die 310. Das ist die Gesamtkilometer, die der Roller jetzt bisher seit der Werkseinstellung sozusagen rum hat. Dann kann man hier noch den Screen wechseln. Also hier kann man den einfach mal drehen auf Querformat. Das heißt, wenn man den so hochkant sich hinbauen will, könnte man das da drüber machen. Naja, und Exit sagt das Ganze, man kommt wieder zurück in das Menü. Falls man das jetzt missverstanden haben sollte, unter dem System-Settings, also das heißt dem Batteriestand, da kann man wählen zwischen Voltanzeige und Prozentanzeige der Batterie. Wir zeigen euch mal, was standardmäßig ist, das ist nämlich die Voltanzeige, und was jetzt dementsprechend, was man umstellen kann auf Prozentanzahl der Batterie, das erfahrt ihr dann sozusagen im zweiten Foto. Und wir, das kann selbst ich sagen, empfehlen euch die Prozentanzeige. Warum? In dem ganzen Buch, in den Anleitungen, die ihr bekommen habt, gibt es keine Ansicht, 46 Volt, 52 Volt bedeuten das und das. Deshalb empfehlen wir euch, macht auf Prozentzahl, weil wir wissen, Prozent können wir besser abgeben. Wenn 0% steht, wissen wir, oh, könnte leer sein. Deshalb empfehlen wir euch, auf jeden Fall auf Prozent umzustellen. Kommen wir doch einmal zur Technik, warum dieser Roller überhaupt eine Zulassung bekommen hat. Dieser Roller hat eine Zulassung bekommen, weil wir natürlich Licht an dem Fahrzeug dran haben. Das ist der Schalter hier für An und Aus. Wenn ich den Schalter einbetätige, geht Vorderlicht sowie Rücklicht an. Und man kann hier vorne nochmal drauf drücken, dann könnte man die Vorderlampe auch ausmachen. Also wenn man nur das Rücklicht benutzen möchte. Solche Funktionen hat er auch. Dann haben wir den Blinker. Einmal nach links blinkt er, einmal nach rechts blinkt er. Ich habe den jetzt nicht an, daher blinkt er natürlich auch nicht. Wir blenden euch das aber ein. Genau. Wir haben dann nochmal hier eine Hupe. Die Hupe funktioniert allerdings bei diesem Fahrzeug hier nicht. Dafür haben wir eine Klingel und die ist hier vorne. Das ist dementsprechend als Straßenzulassung auch tauglich. Alternativ kann man hier aber, glaube ich, auch eine Hupe noch nachrüsten. Dann haben wir natürlich das Bedienpanel mit Plus und Minus. Dann haben wir noch M und das Ausschalter. Also das ist alles, um das Fahrzeug komplett zu bedienen, beziehungsweise natürlich auch das Display. Ja, der Gashebel befindet sich auf der rechten Seite, die linke Seite ist fest und bewegt sich damit nicht, also auf der rechten Seite geben wir Gas. Wir haben dann rechts die hydraulische, das habe ich gesagt, hier steht auch drauf, Mineral Oil, also das heißt mineralisches Öl, ist hier drin. Und ja, das ist für den Rücktritt, das heißt hier hinten haben wir die Bremse dann zu betätigen, wenn wir die rechte benutzen. Und wenn wir die linke benutzen, dann sollten wir nicht zu stark bremsen, ansonsten fliegen wir über den Lenker. Das hat der Kollege hinter der Kamera nämlich schon einmal gut hingekriegt. Also von daher immer sehr vorsichtig mit der Vorderradbremse umgehen. Eine kleine Nachmeldung aus unserem Studio natürlich noch. Wir haben eine Sache vergessen. Wenn ihr bergab fahrt, dann benutzt den Hebel, dass ihr den komplett durchdrückt. Denn dann habt ihr die Möglichkeit, dass der Roller eine gewisse Motorbremsleistung erbringt. So müsst ihr nicht die ganze Zeit die Bremse betätigen, aber vorsichtig natürlich, sobald ihr den Hebel loslasst, fängt der Roller an, wieder bergab mehr Gas zu geben und bremst damit nicht mehr. Dann müsstet ihr wieder die Handbremse benutzen. Ob es eine Bremsenergierückgewinnung gibt, kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Das habe ich auch nicht rausgefunden. Was ich beobachtet habe, ist auf jeden Fall, dass die Voltanzeige der Batterie wieder höher geht. Allerdings, ob sie jetzt dabei dann lädt oder nicht, das kann man nicht so genau sagen oder kann ich zumindest nicht genau sagen. Wenn ihr das wisst, dann gerne natürlich in die Kommentare. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann haben auch alle was davon. Was haben wir noch? Wir haben eine Straßenzulassung, wir haben eine maximale Zulassung oder beziehungsweise ein maximales Power-Moment, was man bekommen kann, das sind diese 500 Watt.
Das ist auch noch mit einer Straßenzulassung möglich. Natürlich bis 20 km/h gedrosselt, logischerweise. Dadurch schafft der Exit Cross auch Steigungen bis zu 20%. Achtung, weil viele sich beschweren, dass er keine 20% schafft. Das hängt auch vom Gewicht der Person ab. Meine Wenigkeit ist kein Problem, ich schaffe die 20%. Wenn man dann halt ein bisschen mehr wiegt, wird es dann dementsprechend staffelungsmäßig weniger. Wie sich das genau verhält, kann ich nicht genau sagen. Das muss man selber mal ausprobieren. Aber ich sage mal so, eine Person, die so 75 Kilo wiegt, die sollte annähernd auch noch 19% oder auch annähernd 20% hinbekommen. Gut. Ansonsten natürlich für den Roller benötigt es noch eine Bremse. Wenn ich die Bremse betätige, kommt auch das Bremslicht dazu. Das ist hier gleich in den Rückfahrscheinwerfer mit eingebaut. Und natürlich brauchen wir Reflektoren an dem Fahrzeug vorne sowie hinten, beziehungsweise hinten sowie vorne, so rum ist es besser gesagt. Und das Schild natürlich hinten für die Versicherungszulassung. Ja, was natürlich auch schön ist, wir können die Lenkstange hier dementsprechend an die Höhe des Fahrers anpassen. Für mich ist das so klein etwas zu wenig, also das heißt, ich gehe hier hoch. Und wir haben hier auch eine Skalierung da drauf, so kann man sich ganz gut merken, auf welcher Höhe man vorher sich eingestellt hat, wenn man diesen Roller dann dementsprechend zusammenklappt. Auch das Zusammenklappen ist kein Problem, einfach den ein bisschen hochgezogen, dann den Hebel nach vorne oder nach in die Richtung geschoben und dann kann man das mit der anderen Seite nochmal genauso machen. So, dann wird das Ganze natürlich noch eingefahren, logischerweise. Und hier unten haben wir noch einen Hebel, dass wir den komplett zusammenklappen können. Dazu mache ich jetzt nochmal den Lenker raus. Also das ist der Sicherungshebel, den muss man rausziehen, ist auch mit einem Sicherungsbolzen fixiert. Und was wir dann noch haben, ist hier noch einen Bolzen, den müssen wir ziehen und dann lässt sich der Roller ganz einfach zusammenklappen. Zack, bis er wieder einrichtet, rastet und ja, so kann man den halt mitnehmen. Ist natürlich auch schon ein bisschen schwer, weil ich glaube 22,5 Kilo, da hat man schon ein bisschen Gewicht. Ja, fürs Gelände nochmal ganz interessant, die Stollenprofilreifen, die gehen natürlich gut durch. Da können wir euch nochmal was einblenden. Wir sind da nochmal durch Matsch durchgefahren und so weiter. Das ist absolut gar kein Problem. Auch Schnee behindert den Roller überhaupt nicht. Also da kommt ihr doch noch weiter mit. Und für das Gelände sind natürlich noch die Stoßdämpfer. Die sind natürlich noch ganz wichtig, weil dadurch ist die ganze Achse nochmal ein bisschen leichter gefedert. Die gibt es, wenn ich gelesen habe, auch mit einer leichteren Ausführung. Das heißt, wenn die Person ein bisschen leichter ist, dann ist der aber, glaube ich, nicht mehr bis 120 Kilo zugelassen. Das müsst ihr dann selber nochmal lesen. Aber dafür wird es vielleicht weicher in dem Fahrwerk. Ja, unser Fazit zum Iohawk Exit Cross Premium ist, der ist gut. Er macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn wir ein paar Probleme am Anfang gehabt haben. Jetzt, toi toi toi, wir klopfen mal auf Holz. Aua, sagt er. Läuft da ziemlich gut und gab keine weiteren Ausfälle. Also, genau, wenn ihr wissen wollt bezüglich den Problemen, da empfehlen wir euch das Video, was wir euch am Ende einblenden. Also ganz am Schluss werden immer so die Videos angeblendet. Das eine Video, was wir da haben. Da könnt ihr mal schauen, was da gewesen ist und da erklären wir euch das nochmal ausführlicher. Genau, was halt wirklich der große Unterschied ist zu einem A, er ist wirklich geländegängig, diese breiten Reifen, das macht wirklich einen Unterschied. Und was wirklich für mich sehr angenehm ist, diese breite Trittfläche. Die meisten haben so ein schmales Ding, das heißt, du musst immer hintereinander oder keine Ahnung, du hast schön ein breites Brett. Wo und da kannst du die Beine auch beide oder die Füße beide nebeneinander stellen. Genau, und da gibt es auch viel schönes Zubehör bei Iohawk, das heißt, du kannst ja andere Bretter da drauf machen, also jeder, wie es gefällt. Also uns gefallen sie, wir haben ja gleich zwei Stück für jeden eins, also einmal für den Profi und einmal der sich an dort hinpackt. Ja, ja. Also ich kontrolliere, ob der Roller auch sturzfestig ist auch. Bisher ist es. Das prüfe ich jedes Mal. Das einzige Problem, was ich habe, ich bin kein Dummy und also meine Stoßfähigkeit ist. Du hast dann mal gerne blaue Flecken, oder? Ja, aber egal. Alles für euch. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen zum Iohawk Exit Cross Premium, wichtig Premium, wir haben nicht den Entry, wir haben nicht den Max und was den, was da alles so gibt. Exclusive, genau. Genau, da können wir euch kaum Fragen zu beantworten. Leider nein. Also zum Premium, wenn ihr da Fragen habt, gerne rein in die Kommentare. Wir beantworten euch das, genau. So schnell wie möglich. Und dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Und wir freuen uns auf ein nächstes Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Ciao.
Musik.